Studios for Print. Ja, hi Philipp hier. Sag mal, was macht ihr heute? Na, wir produzieren fleißig Filamente, wie immer. Okay, wie sieht's denn aus? Kann ich mal vorbeikommen? Ja, klar, sicher. Komm einfach rum. Also wir sind jetzt angekommen hier in Bad Oeynhausen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Gefühlt ist es hier ein absolutes Dorf. Also niemand erwartet, dass hier eine Filamentfirma steht. Ja, es heißt, hier wird das Filament produziert, was ich hauptsächlich in meinen Videos nutze. Und heute haben wir die Möglichkeit, einen kleinen Einblick quasi zu bekommen in diese Firma und mal zu gucken, wie so ein Filament überhaupt hergestellt wird. Das heißt, ich nehme jetzt die Kamera, sage drinnen einmal Hallo ans ganze Team und dann zeige ich euch hoffentlich, wie so eine Extrusionsmaschine für Filament aufgebaut ist und wie das Ganze überhaupt funktioniert. Okay, also wir sind jetzt bei Material for Print. Und bevor es losgeht, möchte ich mich einmal schon mal entschuldigen. In der Halle war es wirklich sehr, sehr laut und ich hoffe, die Hintergrundgeräusche, die sind nicht allzu störend, wenn ihr dieses Video jetzt weiter anguckt. Und ich wollte schon immer mal wie so ein Moderator durch so eine Firma laufen, so wie auf N24. Und jetzt ist es endlich soweit und ich will euch einmal kurz erklären, wie in so einer Filamentfirma, wie bei Material for Print zum Beispiel, Filament überhaupt entsteht, vom ersten bis zum letzten Schritt. Und das Ganze fängt an hier im Lager. Und zwar hier werden die ganzen Kunststoffe angeliefert als kleine Pellets. Hier haben wir zum Beispiel ASA oder PMMA oder ABS. Und dieses Granulat, was jetzt hier drin ist, das ist noch nicht getrocknet. Das heißt, es muss als allererstes getrocknet werden. Das heißt, diese Pellets kommen als erstes in diesen Apparat hier rein. Und in dieser riesengroßen Kiste oder Trommel, besser gesagt, wird das Filament jetzt, oder diese Pellets, die sieht man jetzt hier drin, die werden dann getrocknet, sodass sie den richtigen Trockenheitsgrad zur Weiterverarbeitung erstmal haben. Wenn das Filament dann getrocknet ist, dann wird es hier unten in den Eimer reingefüllt, einfach per Hand über diese Klappe. Und dann kommt der nächste Schritt, denn das sind diese Pellets, die jetzt verarbeitet werden, die sind ja erstmal noch in Naturfarben, das heißt, da ist noch keine Farbe drin. Und das Ganze passiert jetzt hier und hier darf ich leider nicht allzu viel zeigen, weil diese ganzen Prozentwerte, die sind natürlich immer so ein bisschen Firmengeheimnis, ist ja auch klar. Die Firmen, die testen natürlich, wie viel Prozente sie brauchen, um ihre Farbe zu erreichen. Und wenn dieses Mischungsverhältnis dann hier angerührt wurde, wir haben hier im Hintergrund so eine kleine Farbpalette, dann kommt dieses Gemisch hier oben in diesen Trichter oben rein. Wird dann oben reingekippt und dann kommen wir zur eigentlichen Hauptmaschine, die das ganze Filament jetzt verarbeitet. Und zwar, in dieser Schnecke, da sitzen mehrere Heizspiralen drin, die das Filament in verschiedenen Hitzestufen quasi warm machen. Und am Ende haben wir jetzt zum Beispiel bei PLA eine Temperatur von 200 Grad. Und mit 200 Grad werden diese Pellets jetzt quasi verschmolzen. Und das 200 Grad heiße Filament kommt jetzt hier aus dieser Düse vorne raus, wie wir es vom 3D-Drucker auch schon kennen, und wird dann in diesem Wasserbad abgekühlt, was auf 100 Grad erwärmt ist. Dafür haben wir dieses extrem lange Bad, was jetzt hier einmal durch die Halle durchgeht. Und das Filament kühlt jetzt ab von 200 Grad bis hier hinten, da sind es dann 60 Grad, 60, 70 Grad, also immer noch relativ heiß und auch noch weich. Dann haben wir hier ein Becken, wo quasi das Filament nur noch über die Luft gekühlt wird. Und hier hinten geht es dann weiter, sitzt quasi die zweite wichtige Komponente von dieser ganzen Anlage. Und zwar wird hier bestimmt, wie schnell das Filament, was jetzt frisch quasi erstellt wurde, gezogen wird aus dieser Düse. Und dieses Zusammenspiel zwischen Ziehen und Extrudieren, das ergibt dann im Endeffekt diesen Durchmesser von 1,75, so wie wir ihn quasi aus dem Hobbybereich kennen. Das heißt, hier entstehen quasi die Feinjustierungen. Wenn das hier nicht stimmt oder wenn das nicht stimmt, stimmt der Filamentdurchmesser nicht. Damit das Ganze auch ordentlich überprüft wird, damit wir quasi wissen, dass der Filamentdurchmesser auch stimmt, haben wir hier einmal mehrere Lichtschranken drin, die über Kreuz das Filament überprüfen und immer darauf achten, dass das Filament auch wirklich bei dem Durchmesser von 1,75 bleibt. Okay, dann kommen wir zum letzten Schritt und hier wird dieses fertige Filament jetzt aufgespult auf die Spulen, die wir von zu Hause kennen. Und hier auch einer der wichtigsten Mitarbeiter, der Freddy, der jede einzelne Rolle von Material for Print auffädelt. Und ich kann euch einmal einen kurzen Clip einspielen, wie schwierig es ist, so eine Filamentrolle aufzuspulen. Ich kann euch sagen, es ist nicht einfach, aber Freddy kann es natürlich viel besser als ich. Und wenn diese Filamentrollen dann hier aufgefädelt sind, werden sie hinten verpackt, etikettiert und dann kommen sie hoffentlich bei euch zu Hause an.
Ja, hier sieht man jetzt meinen ersten Versuch, meine erste Rolle aufzufädeln. Und hier stoppe ich auf jeden Fall die fertige Rolle, rutsche dann einmal rüber und knipse das Filament an der Stelle ab, wo ich jetzt die neue Spule auffädeln will. Jetzt kommt der schwierigste Teil, jetzt fädle ich das Filament in die neue Spule ein. So, wickel das Ganze einmal so ein bisschen rum. Und als nächstes mache ich die Tür zu. Und in dem Moment, wo die Tür zugeht, fängt diese Rolle an, sich zu drehen. Und da passiert das auch schon. Zack, mir rutscht natürlich das Filament aus der Rolle raus. Und Freddy kommt mir sofort zur Hilfe und stoppt die Rolle. Ich gebe mir das größte Mühe, den Filamentfaden da wieder in die Spule einzufädeln. So, jetzt muss die Tür noch einmal geöffnet und geschlossen werden. Dann fängt diese Rolle an, wieder sich zu drehen. Und zack, da rutscht mir das Filament wieder aus der Rolle. Und jetzt kommt auch schon der Chef von hinten und unterbricht das Ganze, weil ich mich anscheinend ein bisschen so doof angestellt habe. So, ich durfte dann nochmal probieren, meine nächste Rolle aufzuwickeln. Und beim zweiten Mal hat es dann wirklich geklappt. Und man darf nie vergessen, während man jetzt hier diesen Filamentwechsel durchführt, läuft die komplette Anlage und der Extruder weiter. Das heißt, jede Sekunde, die man zu lange braucht, fördert die Maschine Filament, was noch nicht aufgewickelt ist. Und das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Aber es hat dieses Mal geklappt, alle waren zufrieden und ich konnte meine erste Filamentrolle herstellen und dann auch mitnehmen. Mein guter Freund und Kameramann Basti durfte dann natürlich auch einmal versuchen, seine erste Filamentrolle aufzuwickeln und, was soll ich sagen, bei ihm hat es natürlich beim ersten Mal geklappt und es sah auch deutlich professioneller aus als bei mir. Im Anschluss werden die Filamentrollen dann gewogen und luftdicht eingeschweißt mit so einem kleinen Silikatbeutel und der Freddy, der zeigt mir hier einmal ganz toll, wie man das genau macht. Ich habe mich natürlich wieder angestellt wie der letzte Mensch und hier will ich mich auch einmal ganz doll bei dem Freddy bedanken, der hier wirklich jeden Tag steht und jede einzelne Filamentrolle für euch aufwickelt und einschweißt. Ohne Leute wie Freddy würden wir zu Hause nicht eine einzige Filamentrolle auspacken können. Ich hoffe, euch hat dieses Video zum Thema Filamentherstellung gut gefallen. Vielen Dank auch nochmal an die Firma Material for Print und die Mitarbeiter dort, dass ich alles filmen durfte und darüber ein Video drehen konnte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem natürlich gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehe ich euch wie immer hoffentlich im nächsten Video. Freddy, möchtest du auch mitessen kommen? Heute Abend. Heute Abend. Jetzt kommen die wichtigen Themen. Wir haben noch nicht geprüft, ob der Durchschnitt was stimmt. Okay. Wenn du ein Messer hast, ist er gut. Achso, ja. Aber ist schon schlimm, wa? Nee, der stimmt. Der stimmt. Der stimmt. Bleib immer bei Videos. Da schneide ich alles raus. Alles, was schief geht. Okay, muss ich die Outtakes? Ja. Also, das war jetzt nicht mein Fehler. Dann wird das Filament hier unten quasi über so eine Klappe in einen Eimer rausgefördert, rausgeschoben. Dann wird das Filament hier. Ja, alles klar. Da ist. Ne, das war jetzt Quatsch. Scheiße, raus. Und nochmal von vorne. Das war die ganze Szene war scheiße. Ja.